Gehen wir rein. Ich habe noch ein Ding, bevor ich wirklich heute einkaufen muss, was mir super viele Leute. Ich finde es ja geil, dass ihr mir immer wieder Videos schickt und dann sieht man, okay, welches Video wird wirklich häufig geschickt oder wonach werde ich häufig gefragt. Und da war jetzt eins dabei diese Woche: Zombie Shark. Na dann gehen wir rein. Komm. Zombie High muss sein. Müssen wir nochmal zum Ende reingehen. Six Six Time News. 7 Abonnenten. Da geht noch was. Ich mach mal schon mal groß. Und? Ich mach mal groß. Warning. This video contains scenes that some viewers may find distressing. Also an alle, die ein bisschen Blut bei einem Tier, in dem Fall einem Hai, oder verstörende Szenen nicht gut abkönnen. Raus hier. Guckt euch das nicht an. Das wird dann ein bisschen schwieriger, aber das Video habt ihr mir oft geschickt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Das hat mir der Max kurz rausgesucht, weil da gab es wohl irgendwie hunderte Videos. Ich habe immer nur das Vorschaubild gesehen, weil ich weiß schon ganz genau, was los ist. Wir gehen mal rein, wir gucken uns das Ganze mal an und versuchen, ob wir das analysieren können. Ja? Okay, also wer so ein bisschen zart besaitet ist, kann dieses Zombie Shark Video jetzt nicht gucken. Tut mir leid. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Ponyhof. Wir gucken das nächste Mal ein Video über einen Pony, okay? Versprochen. Muss ich mir aber aufschreiben, sonst Versprechen muss man halten. Zählt bei Ponyhof auch ein Video über den Reitsport? Gut. Freunde, gehen wir mal rein. Zombie Shark. Half-eaten Shark hunts for food after cannibalistic attack. Also ein halb aufgegessener Hai jagt nach Nahrung, nachdem er kannibalistisch attackiert wurde. Völliger Schwachsinn. Absoluter Scheiß. Wir gehen rein. Zombie Shark. Das war die Headline, die ich wirklich. Ey, die wurde mir so viel zugeschickt, die las ich überall. Ich bin sehr gespannt. Ah, da sieht man den auch schon. Okay. Was haben wir da? Schwierig zu sehen. Also, wir haben. Ist das ein Remora? Nee. Sind das mehrere Remoras? Also Halterfische. Ja, also die, die ihr da seht, die zwei. Hier haben wir Remoras. Hier haben wir. Könnten junge Goldmakrelen sein, kann ich gerade nicht sehen. Also Begleiterfische, Parasiten, parasitär rumwuselnde Fische. Hier haben wir einige Haie und einer ist weggepixelt, zur Hälfte aufgegessen. So, ich vermute, der hängt natürlich an der Angelleine, vermutlich, ne? Und ist ein leichtes Opfer. Es ist ein Männchen, wir haben gerade wieder die Klaspern gesehen, das erkennt ihr schon. Viel Geschrei ist immer wichtig, wenn es um Haie geht. Ja, also wir haben einen Hai an der Angelleine. Ich kann jetzt hier durch die Pixelage nicht erkennen, was es ist. Könnte Silky sein. Schwer zu sagen. Grauer Wölfer auch möglich, von bis. Es düdeln ein paar andere Haie rum. Und natürlich, der ist aus welchen Gründen auch immer an der Angel, sondert extrem viel Stresshormone aus. Macht ein abnormales Verhalten, ein unnatürliches Verhalten. Geräusche, Stresshormone im Wasser, jetzt hier in dem Fall Fischblut vom Hai, weil er ist ein leichtes Opfer. Und ich habe das als, ach naja, also als Angler habe ich das relativ häufig erlebt, dass wenn man zum Beispiel einen kleinen Barsch an der Angel hat und den einkurbelte, dass dann nochmal, bam, ein Hecht drauf knallt oder auf einen kleinen Hecht sogar nochmal ein größerer Hecht, der den quer ins Maul nimmt. Beim Meeresangeln sogar. Vom Boot immer nochmal, wenn man irgendwas nach oben gezogen hat, dass dann nochmal ein Amberjack oder irgendwas nach oben geschossen kam oder ein Tarpon und bam, der das Ding wegknallt. Also ein Fisch in einer hilflosen Lage unter Stress, der unter Umständen blutet, leidet und Geräusche macht wie ein Distressed Animal, das ist natürlich, da sagt der Hai, alles klar, ich komme vorbei, ich snack dich weg. Und der hat natürlich auch keine Chance, weil er nicht wegkommt. Das ist hier passiert. Also weit weg vom Zombie-Hai. Weil wir wollen uns mal erinnern, was Zombies eigentlich sind, ja? Durch ein Virus oder einen Impfstoff. Wie in, war das nicht der Impfstoff bei I Am Legend, den er entwickelt hat? Da ging doch irgendwas schief, weiß ich nicht genau. Also, Zombies entstehen anders. Da sind wir uns alle einig. Wir sind ja hier alle Zombie-Experten, ja? Nach The Walking Dead und Fear the Walking Dead und 28 Days Later, hätte ich beinahe gesagt, Days Later und 28 Weeks und so weiter. Also, T-Virus, ganz genau. Resident Evil. Ich bin großer Zombie-Fan und ich kann euch eins sagen, das da ist kein Zombie-Hai. Zombie-Haie sehen anders aus.
Das ist einfach nur ein schnödeliger Hai, der leider an der Angel hängt, warum auch immer, nicht weg kann und von anderen Haien weggesnackt wird. Und schon gar nicht, wie hier im Titel steht, Hans for Food. Totaler Schwachsinn. Niemand huntet hier for Food. Er wird hochgekurbelt. Traurig sowas. Finde ich wirklich, wirklich traurig. Tatsächlich. Ja, ist ein Silky, oder? Ich würde den so gerne mal richtig sehen. Hm, könnte sein. Seidenhai. Oder grauer Riffhai. Schwierig. Ja, ich tendiere doch zu grauer Riffhai. Und die anderen Dicken könnten karibische Riffhaie sein. Der ist sehr schlank, ne? Und der Dicke, ja, der Dicke. Ja, das ist natürlich gar nichts. Das ist ja totaler Quatsch. Also, das Video, ja, was soll ich dazu sagen? Das passiert ständig, besonders wenn man Tiere an der Angel hat. Und im Meeresangelbereich könnt ihr euch, ach, ihr könnt euch tausende Videos auf YouTube angucken. Das machen wir jetzt nicht. Wie Leute Fische angeln. Vielleicht Catch and Release machen wollen, ob das ein Tuna ist oder ein Tarpon oder sonst irgendwas. Und am Ende den dann so lange verführerisch am Boot hin und her drillen, also mit dem Kämpfen, dass dann nochmal ein Hai rangeht und dass man dann ein cooles Video hat und das Geschrei ist groß und man zippelt den halbtoten, noch zappelnden, blutigen Fisch raus und hält in die Kamera, hat ein geiles Vorschaubild und hat dann 6,5 Millionen Klicks, weil man eben so vielen tollen Content geliefert hat. Naja, ich finde das eher so mittel, ihr wisst es. Was man aber nicht verwechseln darf. Also wir halten dieses Video für Schwachsinn. Ich mache da mal ein... Ach, ich mache gar nichts. Komm, wir klicken es einfach weg. Zack. Ich habe aber noch ein anderes zugeschickt bekommen, wo gesagt wird, was ist denn hier los? Wo sind wir denn überhaupt? Ich muss... Hey, stopp. Wo sind wir? Auf welchem Kanal? Das gehört ja immer dazu. WooGlobe, 37.000 Abonnenten. Shark vs. Shark. Shark attack another shark in Aquarium. Madrid. Wir sind also in Madrid im Aquarium. Ja. Und sehen eine Haiattacke. Ihr wisst, ich bin großer Haiattacken-Freund. Ne? Analysieren, gucken, was da schiefgegangen ist. So, wir schauen mal. Ich glaube, es könnten Sandbankhaie sein. So jetzt im ersten Blick. Ihr erkennt das an der sehr großen, sehr weiten Basis. Und der leicht nach oben gebogenen Schnauze könnten Sandbankhaie sein. Wir schauen mal. Ja, sind wir. Halt, stopp, keine Attacke. Zieh ich zurück. Auch hier schon wieder den Titel Schwachsinn entlarvt. Ist definitiv keine Attacke. Wer weiß, was hier los ist? Freunde, so sieht Sex bei Haien aus. So, jetzt brauchen wir mal das Geschlecht. Ja. Wir sehen hier, guck mal, Klaspern, Penisse, hier keine Penisse. Das ist das Weibchen. Und ich sag mal so, die Männchen sind bei den Haien, die sind nicht liebevoll. Die sind wirklich, wirklich nicht liebevoll. Die sind nicht wie Orang-Utans und knutschen vorher rum und dann ist es ein bisschen Geschnacksel, ein bisschen Nachstellung. Die Männchen gehen da voll rein, beißen, also die Mädels sehen nach der Paarungszeit manchmal aus, völlig zerfetzt, zerbissen, hunderte Bisswunden, völlig zerrupft teilweise die Flossen und so weiter. Das heilt auch alles sehr, sehr gut. Weil die Männchen versuchen, das Weibchen zu schnappen. Das sieht man auch hier. Meistens in der Nähe der Brustflossen, der Pektoralflossen. Und das umzudrehen. Weil es dann gefügig ist, ich habe euch das schon mal erklärt, ne, die tonische Immobilität, Tonic Immobility. Du drehst den Hai auf dem Rücken, er schläft ein. Das Weibchen wehrt sich dann nicht mehr und das Männchen kann das Weibchen befruchten. Sieht brutal aus. Ist in der Natur leider bei Haien, was heißt hier leider, ist in der Natur bei Haien Standard, das machen die so. Evolutionär macht das bei Weibchen Sinn, ja, dass du die umdrehst, die schlafen ein, für die Haie. Aber es funktioniert auch mit den Männchen. Warum? Das weiß keiner. Das weiß keiner. Ja, die Männer sind brutal, das sieht wirklich... Stell mal vor, du gehst mit deinem Kind ins Aquarium, weil du einen schönen Tag haben willst und dann das. So sieht's aus, Freunde. Das war's schon. Okay. Naja, also das war ja nun eindeutig keine Hai-Attacke. Da haben wir aber nochmal sehr schön das Verhalten gesehen, auch wie Haie miteinander umgehen. Die sind ziemlich rabiat, ne? Und das haben wir jetzt im ersten Video gesehen. Okay, einer hängt am Haken, ist hilflos, zappelt, Stresshormone, bisschen Blut im Wasser.
Leute, der ist hilflos. Randa, kannibalistische Attacke, das machen die halt. Ob das jetzt ein Tarpon ist oder ein Hai, völlig Latte. Randa, fressen, wer weiß, wann es das nächste Mal was zu essen gibt. Im Aquarium, jetzt hier Paarung. Und dann habe ich natürlich noch ein Video für euch zum Schluss. Es muss ja auch immer ein Video geben, was mir gefällt. Was ich so geil finde. Ich habe es jetzt schon, weiß ich habe es schon 100 Mal gesehen jetzt. Von It's One, ITZVON, Baby Lemon Shark Barely Escapes Getting Eaten Alive. Ich finde es geil. Ich finde es ein wirklich, wirklich krasses Video. Zieht euch das rein. Wir haben einen kleinen Zitronenhai, der so an der Küste rumdüdelt, im ganz flachen Wasser, wirklich so 20 cm tief. 25. Ein bisschen rumdüdelt, ein bisschen was abstreift und BAM! Ich finde das so krass. Ich meine, der entkommt, ne? Der entkommt. Aber trotzdem, schaut euch das Setting an. Lemon Sharks, das könnte Bahamas sein. Die Bahamas, die Inselgruppe ist sehr steinig, die haben keine schönen Sandstrände, das ist alles so Korallenbruch und so weiter und Limestone. Da kriegen die Zitronenhaie in den Mangroven ihre Babys, lebend gebärend. Gibt es wunderschöne Aufnahmen auch davon. Ein Kumpel von mir hat an denen geforscht. Und dann hast du diese kleinen Lemon Shark Babys, 70 cm, 70 cm, wie die in den Mangroven rumdüdeln oder in den Flachwasserzonen. Jagen die kleine Babyfische. Ich habe da schon Sport gemacht morgens und habe dann so in den flachen Sandlagunen immer die Haie jagen sehen, die Babyhaie zusammen. Das war ziemlich geil. Und der düdelt da nichts ahnd rum, streift nochmal was ab, weil Haie haben ja eine raue Haut, sind auch Parasiten drauf. Der streift auch mal was ab am Sandgrund oder am Stein. Das machen Orcas zum Beispiel auch. Oder eigentlich alle Meerestiere streifen sich irgendwas ab, was sie stört. Und dann schießt dieser geile, riesige, voll ausgewachsene Monster-Barracuda da rein und ballert fast den Hai weg. Und damit will ich nur sagen, Freunde, erstens, krasses Video. Manchmal ist man nicht so, wie man es erwartet. Zweitens, nicht immer ist der Hai der Sieger. Hier ist aber der Sieger. Aber ich finde, das ist so überraschend. Auch stell dir vor, du bist mit deiner Freundin da irgendwie zugange, Flitterwochen, dies, das, stehst im Wasser, zack. Die Hochzeitsfotos, das ist so das Setting, was ich mir da vorstelle, knietief. Blablabla, Brautschleier, Sonnenuntergang, blablabla, zack, zack. Mit der Linse 70-200, 28, schöne Bilderchen, dies, das. Die Babyhai sagt so, oh, süß, und BAM! Schwarzer Barracuda, PANG! Puff, riesend, alter Schwede. So geil. Ich liebe die Natur. Ich finde das so geil. Hat ihn aber nicht erwischt. Und der Barracuda ist ja kein Dummi. Der sagt einfach, Alter, das riskiere ich nicht nochmal. Ich will ja hier nicht stranden. Ich finde es ein echt krasses Video. Wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich heiraten werde. Freunde, das musste zum Ende jetzt nochmal sein. Wir mussten auch nochmal was Schönes gucken. Wie ein Babyhai überlebt. So. Was lernen wir jetzt daraus? Muss man eigentlich immer was aus den Videos von mir lernen? Übrigens, ich träume nicht von Hochzeit, wie ihr der Chat schreibt. Ich träume von Hai-Raten mit AI. So,